Hallo YouTube, hallo Zocker, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freizockt, Prissenarchitekten der Alpha 31. Wir sind hier wieder am Knastbau. Und ja. Hier blinkt's und das geht nicht weg. Jetzt geht's weg. Ja, ich bin am überlegen. Razzia, nicht Razzia, wann haben wir die letzten Razzien? Ich weiß es gar nicht. Wir machen mal eine Razzia. So, Durchsuchung im Gange. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Bin mal gespannt, wann die Gärtner alles hier vollgepflanzt haben mit Bäumchen. Und wie hier die Zellen gebaut haben. Wow, 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 wow. Ich glaube, die Framerate wird gerade kräftig in den Keller gedrückt, wenn ich so weit rausgezoomt meine ganze Aktion hier laufen lasse. Ich glaube, wenn ich jetzt hingehe und entwerfe eine Gegenzelle für die andere Seite. Ja, das wird schon schwierig zu bauen wegen Lag. Too much action. Das verkraftet dieses Spiel nicht. Oh oh. Die Stimmung geht gerade ein bisschen. Die ist nicht so gut irgendwie. Na ja gut, jetzt kriegen die ja erstmal Essen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wenn es Mord und Totschlag gibt, gibt es halt Mord und Totschlag. Ich kann es heute nicht ändern. Das ist mir heute egal. So, unsere Musterzelle, da bauen wir sie. Bin mal gespannt, ob das da wirklich funktioniert, was ich davor habe. Ich glaube, wir müssen hier immer wieder mal so ein bisschen Anbindung machen. Dass dann da wirklich Wasser fließt. Ich glaube, das war ein Fehler. Nee, war's nicht. Das ist einfach nur der kürzere Weg. So, wir binden hier schon mal Wasser an. Wir kommen ja eh Toiletten hin, das wissen wir ja schon. Dann können wir es auch gleich so machen. Ja, ich habe noch ein bisschen was vergessen, irgendwie fertig zu bauen, was ich irgendwann mal angefangen hatte. Und wurde ich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte es wirklich vergessen. Das ist manchmal aber auch echt schlimm. Ich bin momentan unheimlich viel am Lernen für mein Projekt, was ich da mache, mit dem vom Noob zum Simracer, weil es mich einfach persönlich sehr, sehr stark interessiert. Und bin da unheimlich viel am Lernen, damit ich auch was habe, was ich zeigen kann. Und vergesse dann so ein paar Sachen. Aber so ist das halt manchmal. Musst du durch. Habe ich einen Stress aufgegeben, fange direkt den nächsten Stress an. Ne? Ich bin aber auch super, ich bin genial. Ne, aber zumindest quatscht mir da keiner rein. Sagen wir es mal so. Zumindest bin ich da mein eigener Herr. Kann selbst bestimmen, wenn ich keine Zeit habe, habe ich halt keine Zeit. So, wir erhöhen mal ein bisschen das Spieltempo in der Hoffnung, dass sie das dann schneller fertig bauen hier. Und dann haben wir hier unten noch ein Projekt laufen. Wir haben nämlich hier eine Dusche gebaut. Haben wir die überhaupt schon als Dusche bezeichnet? Also wissen die überhaupt, dass hier eine Dusche ist? So, Stationierung. Das ist tatsächlich ein Duschraum. Da brauchen wir eine Wache drin. Ich glaube, das könnte relativ interessant werden, wie wir das hier nutzen können. So, wir machen jetzt erstmal hier Räume, wir machen jetzt diesen Raum hier weg. Also ist kein Duschraum mehr. Und die sollen jetzt gefälligst hier duschen gehen, wenn sie duschen wollen.
Dann packen wir hier schon mal den Hammer aus und machen demontieren. So, die Toiletten weg. Die Lampen weg. Die ganzen Dingens hier weg. Mir fällt da auch schon was ein. Ich glaube, ich könnte das echt sinnvoll nutzen. So, das, was wir zuletzt abreißen, sind hier die Drains. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Solange da Duschköpfe sind, kann es passieren, dass hier drin irgendwie einer duschen will. Und wenn der da Wasser anschaltet, fließt sonst das Wasser raus und macht damit einen Kurzschluss mit diesen Metalldetektoren. Deshalb lassen wir die Drains drin bis zum Schluss. So, wir haben schon wieder drei Ausbruchswerkzeuge gefunden. Das ist echt unglaublich, was wir da aus dem Verkehr ziehen. Diese vorbeugenden Razzien, die helfen echt unheimlich, dass weniger Tunnel gebaut werden. Ich versuche mal einen Überblick zu wahren, ob wir hier schon irgendwo irgendwas gefunden haben. Es könnte ja sein, dass wir schon irgendwo einen Tunnel gefunden haben. Wird uns angezeigt mit einer Zelle, die nicht mehr den Regeln entspricht und dann praktisch ein rotes Warndreieck hätte. So, wir demontieren jetzt auch die Drains, die bauen wir auch nicht mehr, also die Abflüsse. Holen die Lampen raus, holen alles raus. Ich glaube, wir haben langsam zu wenig Bauarbeiter. Für unsere Bauprojekte, die wir am Start haben. Die Bäume, die gefällt werden müssen. Und die Sachen, die transportiert werden müssen, haben wir einfach zu wenig Bauarbeiter. Ihr seht das auch, die strömen sofort hier Richtung Bäume und es sind nämlich Bäume zu fällen, es sind Sachen zu transportieren, es sind Dinge zu bauen. Wir haben zu wenig Bauarbeiter dafür. Und wir wollen ja ausbauen, so ist ja nicht. Ein Schlagstock sollte reingeschmuggelt werden hier in die Forestry, das hat es aber richtig gebracht. Draußen kommt ja kein Gefangener hin. Stelle ich mir dann schon mal die Frage, was soll der Blödsinn? Da läuft ein Kopf ohne Körper. Eine 22-jährige Frau, die keinen Kopf mehr hat. Oder Quatsch, die keinen Körper mehr hat, nur einen Kopf. So, das ist die Frau von Blackbird. Das ist die Mutter von Blackbird. Die ist 47, die ist 22, sag mal, in welchem Alter hat die Kinder gekriegt? 47, 23, gerade mal rechnen, die war 24. Kommt das hin? Ja. Wäre echt interessant, da mal einen Fehler zu finden. Ganz Programm aber clever zu berechnen. Oh oh. Jetzt haben wir hier zwei Fahnen. Jetzt wird's kritisch. Müsste rein theoretisch eine dieser Zellen sein, wenn es hier wirklich einen Tunnel gibt. Gucken, wenn der Hund jetzt hier vorbeigeht, der schnüffelt schon. Ja, hier ist was, hier ist definitiv was. Autosave. Ihr habt's gesehen, der Hund, der hat mehrfach geschnüffelt. Es gibt halt hier nur ein Feld, wenn der sich hier weiter bewegen könnte, hätte der wahrscheinlich auch hier geschnüffelt.
Da ist schon mal nichts, das könnte sein. Gefunden. Den oben drüber auch nochmal vorsichtshalber. Wir kriegen euch alle, früher oder später. So, das hier hinten, ja, das hier muss ein Fehlalarm sein. Hier kommen so viele Hunde vorbei. Wenn die hier wirklich was geschnüffelt hätten, die würden alle hier anschlagen. Hier wird permanent Alarm gehen. Und, ja, hier unten, das ist jetzt wieder fraglich. Das ist auf der falschen Seite. Vom Zaun. Also wenn der hier angeschlagen hat, dann könnte es durchaus sein, dass hier doch irgendwie ein Tunnel gegraben wird. Sollen wir mal hier vorsichtig die vier Toiletten wegmachen? Also es ist schon so eine Sache, wo hier wirklich Tunnel entstehen können und wo nicht. Da wurde mehrfach angeschlagen, da gehe ich stark von aus, hier kann einer entstehen. So, das ist jetzt nämlich nur einmal angeschlagen und wenn da jetzt der nächste Hund vorbeigeht und findet nichts, dann gehe ich persönlich stark von aus, dass das ein Fehlalarm war mit einem Fähnchen. Ja. Also ich meine, ich bin jetzt schon wirklich lang genug hier beim Prison-Architekt dabei. Ich kenne langsam so ein paar Sachen. Ich bin nicht in allem perfekt, weil einfach zu viel weggepatcht und umgeändert wird im Laufe der Zeit. Aber so ein paar Logiksachen, die verstehe ich dann doch noch. Also wie zum Beispiel Tunnel gegraben werden, das prinzipiell verstehe ich das schon. Und deshalb sage ich auch bei einer Fahne, das ist ein Fehlalarm. Auch wenn es den einen oder anderen von euch vielleicht aufregen mag, ist es meistens aber auch ein Fehlalarm. So, hier unten hat er zum Beispiel nichts gefunden und als er das nächste Mal hier vorbeiging, hat er auch nichts mehr geschnuppert. So, au. Mikrofon geboxt. So, was machen denn die Zellen hier oben? Gibt es da heute nochmal einen Fortgang irgendwann? Oh Gott, ja. Mach mal einer die Tür auf. Wisst ihr, was wir vergessen haben hier oben in den Zellen? Lampen. Ich bin so ein Lampenverfechter, dass ich... Also ich mag Lampen so wenig, dass ich die vergessen habe zu setzen hier. Da ist hier oben dunkel. Dunkel wie die Nacht. Das ist ja blöde. So, müssen wir aufpassen, wenn wir die andere Seite hier jetzt gleich kopieren, dass da wirklich Lampen dabei sind. So, da ist eine Lampe drin. Okay, super. Dann machen wir jetzt klonen. Nehmen hier die Zelle. Und fangen an, auf der Seite hier zu bauen. So, da werden jetzt schon wieder Gefangene reingebracht. Ich finde das immer lustig, dass die dann sofort anfangen, hier Leute unterzubringen. Sogar wenn woanders noch genügend Zellen da sind, stört die nicht, werden direkt mal Leute hier hochgebracht. Hat was. Oder haben wir einen Knast offen? Nee. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Zellen wir am Schluss hier haben werden. Wir sind jetzt schon bei ca. 60%. Ich glaube, es geht Aufstand. Gucken wir gleich mal. Ja, wir müssen auch mal wieder drüber gucken, ob wir irgendwas haben. Initiatoren,
Irgendwelche bösen Jungs, irgendwas, was stört. Ja, da gibt's Klopperei. Wo haben wir's denn? Schmuggel. Irgendwas dabei, was uns gefährlich wird. Furchtlos, furchtlos. Warum sind die denn so schlecht gelaunt, ey? Muss ich das verstehen? Die haben doch zu essen, die haben zu trinken, die haben Klamotten, die haben doch alles. Nee, müssen sie hier wieder voll auf Terror machen, die Gnome. Und da unten ist irgendwo, ja, da bei den Hunden. Bei den Hunden, was der da Fähnchen findet immer, weil das sind halt unheimlich viele Hunde, die müssten da permanent, müssten die da eigentlich Ausgang finden. Ich glaube nicht, dass da was ist. Und wo sollte der denn graben? Von hier, der wird eher hier runtergraben, weil da Wasserrohre liegen. Da kommt er schneller voran. Hier rüber käme er auch schnell voran, aber ab da ging ja nichts mehr. Und dann wird er doch nicht weitergraben bis zum... Also es würde mich echt extrem wundern. So, ich glaube, wir haben schon wieder Ordnung drin. War nur ein kurzer kleiner Aufschrei. So, guck mal, wie viele Hunde hier entlang laufen. Wenn die hier noch was schnuppern würden. Die müssten ja hier, wo die vorbeilaufen, müssten die ja irgendwas schnuppern. So, gleich die Razzia rum. Da oben wird gebaut, hier unten wird abgebaut. Und die Stationierung können wir hier wegberufen. Dann gehen wir hin, holen den großen Bagger, machen Abreißen und hauen hier die Wände raus. So, Freizeit haben wir. Das ist eigentlich soweit okay. Was machen denn die Bäume? Oh Gott, die haben Bäume gepflanzt. Hier überall Bäume gepflanzt, wie die Wilden. Die sind da hinten immer noch am Bäume pflanzen. Also normalerweise müssten wir bald so viel Holz haben, dass wir nicht mal wissen, wohin damit. Na, die holen uns natürlich jetzt unheimlich viele Metallsachen rein. Weil kein Holz mehr da ist, dass die Holzbretter sägen könnten. Sägen sie Metall, dann werden Nummernschilder gepresst. Das ist eigentlich auch okay so. Habe ich kein Problem mit. Ich muss halt genug Holz liefern. Ich muss halt genug Holz liefern, damit die in Zukunft kein Metall mehr kaufen. So einfach ist das. Setzt euch hin, esst was und gebt Ruhe. Perfekt. So, da hat einer randaliert. Da hat dann auch mal eine Wache durchgegriffen. Was die hier alles finden, ey. Das ist vor allem immer noch in der Razzia drin. Ich verstehe es nicht, dass wir immer noch in der Razzia drin sind. Eine ganze Folge Razzia, oder wie? Eigentlich ist hier alles schon wieder gesettelt. Eigentlich ist schon wieder alles hier auf einem Niveau, dass wir normal arbeiten können. Jetzt haben sie den Raum hier leer gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Und es geht in die Nacht rein. Das heißt, die Besucherzeit ist rum. Dann reißen wir da jetzt die Wand ab. Bauen die Tür aus. Und mauern hier zu. Das ist Step 1, 2, 3 und 4.
So. Da ist noch eine Lampe, die muss noch weg, demontieren. So, perfekt. So, jetzt geht's hier ans Umgestalten der Räumlichkeiten. Also, wir nehmen jetzt hier den Besucherraum. Wo haben wir denn hier Besucherraum? Da ist der Besucherraum. Wir machen den erstmal weg. Dann legen wir hier einfach nur, damit wir die Optik haben, mal überall Platten rein und demontieren mal die Besuchertische. So, machen, damit das hier keinen Stress gibt, machen wir mal die Tür hier in den Öffnen-Modus. Da müsste es relativ schnell gehen mit unseren Bauarbeitern. Die müssen jetzt reinströmen. Das müsste zack, 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 müsste es gehen jetzt. Also ich höre da schon wieder so viel Elektroschocker-Feuer, dass ich mir langsam die Frage stelle, was ist hier denn los? Ist doch gut, oder nicht? So, sind viele Cops sind hier oben unterwegs. Wir haben hier aber, glaube ich, auch noch keine Wege eingezeichnet, wo wir gesagt haben, hier soll eine Patrouille gelaufen werden, ne? Nee, war mir klar. So, ist ein größerer Bereich. Unterteilen wir ein bisschen. Ja, das können wir nicht in einem durchziehen hier. Das wäre ein bisschen extrem. So, da sind sie auch schon alle besetzt. So, wir haben hier noch ein anderes Problem. Wir müssen irgendwie für die Sicherheit sorgen da oben drin, dass die Jungs da keine Waffen reinschmuggeln und so weiter. Und da habe ich mir auch eine Lösung überlegt hier eigentlich. Ich wollte nämlich hier Metalldetektoren anbringen. Und hier Metalldetektoren anbringen. So, und damit ist der Käse gegessen. Da ist nämlich der ganze Bereich hier hinten, der ist abgesichert. Und dann haben wir da Metalldetektoren gespart. Sonst müssen wir hier zwei, da zwei, da zwei und da zwei ist die doppelte Menge von jetzt. So, die haben den Raum schon wieder so weit hingekriegt, wie ich das gerne gehabt hätte. Fehlt noch eine einzige Stelle und dann ist alles super. Und dann können wir hier drin nämlich jetzt gleich mal neue Mauern ziehen. Also. Bin jetzt gerade am Überlegen, wir machen es mal so. Ich hoffe, das funktioniert so. Dann machen wir hier so eine Doppeltür hin. Machen wir hier eine Doppeltür hin. So, wo haben wir Besucherzimmer? Das alles gibt Besucherzimmer. Ins Besucherzimmer wollen wir Besuchertische. Und da kriegen wir jetzt nämlich mehr unter. Also wir haben diesen Besucherraum, den allgemeinen Besucherraum, ein bisschen vergrößert. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Und das andere hier unten, das wird auch noch interessant, denn wo haben wir unsere Metalldetektoren? Da brauchen wir nämlich jetzt hier mal, da kommt nämlich keiner rein, ohne dass er gescannt wird. No chance. So. Und was brauchen wir dann? Tisch, das machen wir nämlich jetzt hier rein, hier. Den Anlieferungsraum, wo haben wir den? Wenn ich das alles mal finden würde hier, Klassenraum, Anhörungsraum, Einlieferung, da haben wir es doch.
Das ist irgendwie blöd. Mach das mal weg. Das ist die Einlieferung. In der Einlieferung brauchen wir was? Tisch. Tisch kriegen wir hin. Tisch kriegen wir ganz einfach hin. Tisch. Dann brauchen wir in der Einlieferung einen Schreibtisch. Kriegen wir ganz einfach hin. Schreibtisch. Dann brauchen wir da einen Stuhl. Kriegen wir ganz einfach hin. Ein Stuhl. So. Öffnen. Öffnen. Einlieferung. Das gibt die neue Einlieferung. Hier vorne die Einlieferung, die können wir wegmachen. So, den Mülleimer, den können wir demontieren. 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 Metalldetektor demontieren, Metalldetektor demontieren, Tür demontieren, Tür demontieren, abreißen, das hier und das hier, Mauer bauen hier, und schon haben wir einen Raum und den müssen wir noch wegmachen, den Raum. Dann ist alles gut. Dann brauchen wir noch die Stationierung. Machen wir die Stationierung hier noch weg. Dann brauchen wir da auch keinen mehr. Hundepatrouille können wir auch wegmachen hier. Brauchen wir auch nicht mehr. Und das alles verlegen wir jetzt hier rein. Apropos hier rein. Hier haben wir keine Lampen, wenn ich das richtig sehe. Da hatten wir irgendwann mal Lampen gebaut, allerdings waren das Lampen, die wir gebaut hatten, als der Raum noch kleiner war. Deshalb brauchen wir da nochmal ein paar, dass das passt, wenn der Raum dann größer ist. Und dann machen wir hier so ein paar Lampen hin. Das ist was Schönes für unsere Lampenfetischisten, die freuen sich da. Unsere Bauarbeiter, die gehen da ab wie Schmidts Katze, wenn die so viele Lampen dahin bauen können. Machen wir denen heute mal die Freude. So. Ups, was da drin? Helle. Was brauchen wir hier drin noch? Wir brauchen hier drin noch einen Mülleimer. Wir haben auch noch einen Mülleimer. Den stellen wir einfach mal dahin, neben den Tisch. Und dann hat sich das Ganze schon. Stationierungstechnisch machen wir hier einen Hund, der von hier oben nach hier unten läuft und schnüffelt. Und wachentechnisch machen wir hier Stationierung von zwei Leuten. Wo ich das gerade sehe. Und hier auch rein. So, wir haben eine neue Anlieferung. Das heißt, in dieser neuen Anlieferung sollte es auch möglich sein, wenn die Gefangenen ankommen, dass man sie entkleidet. Und wenn man sie entkleidet hat, die dreckigen, schmutzigen Kleider von Gefangenen geholt werden, um dann gewaschen zu werden. Weil den Raum dürfen sie ja betreten. So, apropos Stationierung, wir gucken gerade nochmal hier vorne, das ist nur für Personal zugänglich. Bin gerade noch am Überlegen. Ja, da kommt keiner raus, das passt. Ich war gerade noch am Überlegen, ob wir hier auch noch einen Gang hinmachen sollen, also eine Tür hinmachen sollen und sollen den Bereich dazwischen auch noch sperren. Als Personal only. Aber das passt schon so. Gut, war jetzt wieder ein langer Part. Ich habe schon wieder ins Mikro geboxt, das ist unglaublich. War jetzt ein langer Part. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt, Nick Frey zockt Berissenarchitekt hier in der Alpha 31. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.